Hallo, ein wasserdichten Fitness-Tracker, der nicht ganz so viel kostet. Heute bei Videocheck. Ab geht's. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Paul Kramer vom Videocheck und das ist der preiswerte Fitness-Tracker von Mozilli. Die gibt's bei Amazon. Wer sich im Laufe des Videos dafür interessieren sollte, der Link ist unter dem Video in der Infobox drin. Es gibt sie wirklich noch und nöcher und man muss nicht unbedingt viel Geld ausgeben für eine halbwegs anständige Pulsuhr. Die Dinge habe ich schon öfter getestet, die haben vielleicht immer einen anderen Namen, aber im Prinzip ist es überall das Gleiche. Der Vorteil bei diesem Gerät hier auf jeden Fall, wir haben ein IP67, das bedeutet Staub- und wasserdicht. Eintauchen in Wasser bis zu 30 Minuten sind auf jeden Fall möglich. Das ist so wie duschen gehen oder mal kurz in die Badewanne oder dass man keine Angst haben muss, dass das Ding beschädigt wird. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Wer natürlich vollständigen bis 50 Meter Tiefe einen Schrittzähler braucht, der sollte natürlich etwas tiefer in die Tasche greifen. Solche Geräte kosten rund 120 Euro. Verlinke ich euch natürlich auch unter dem Video in die Infobox. Aber darum geht es heute nicht. Was kann das Gerät? Wie gesagt, den Herzschlag, Puls messen, Schrittzähler haben wir drin. Wir haben eine Kamerasteuerung, das heißt, wir können die Kamera vom Handy steuern. Über unseren Fernauslöser hier an dieser Uhr. Nachrichten, das heißt, schreibt jemand auf WhatsApp, Instagram oder sonst wo, bekommen wir hier eine kurze Info, dass wir da Post haben und können dann sofort aufs Handy schauen. Außerdem haben wir 24 Monate Garantie. Und das ist das Schöne, wenn man sowas online kauft. Die haben so viel Schiss, dass man denen eine schlechte Bewertung gibt. Hinschreiben, die schicken sofort was Neues, wenn das kaputt sein sollte. Deswegen mag ich auf jeden Fall solche Sachen am liebsten online kaufen. Aber 24 Monate Garantie ist auf jeden Fall schon mal der Kracher. Was mir besonders gut gefällt, wir haben zwei Armbänder mit dabei. Das heißt, ist eins verschlissen, können wir das andere nutzen. Wir können natürlich auch noch zusätzlich andere Farben kaufen, wenn wir da irgendwelche Extrawünsche haben. Gucken wir uns das Teil mal genauer an. Gucken wir mal ganz kurz, was im Lieferumfang alles mit drin ist. Ganz wichtig auf jeden Fall eine Anleitung, die auch in Deutsch ist. Noch wichtiger eine vernünftige App. Hier ist der QR-Code, womit wir das einscannen können, um die App in App Store zu finden. Ansonsten einmal gucken nach VeriFit. Und unsere Uhr, schön schlicht und einfach gehalten, ist Unisex für Männer und Frauen. Was mir bei der Uhr besonders gut gefällt, dass man kein Ladekabel hat, denn das verliert man meist mit der Zeit. Wir können einfach hier unser Armband abziehen, das war einmal die falsche Seite. Und im Armband selbst ist ein USB-Lader drin, das können wir so in den PC reinstecken oder zum Beispiel in das Ladegerät vom Handy. So haben wir kein Wirrwarr mit Kabeln. So sieht die Uhr aus, wenn sie am Handgelenk getragen wird. Drücken wir auf den Knopf, dann sehen wir einmal die aktuelle Uhrzeit. Die synchronisiert sich auch die Uhrzeit mit dem Handy. Das heißt, wir müssen nicht umständlich irgendetwas einstellen. Wir sehen auch den Akkustand. Also eine halbe Stunde laden reicht auf jeden Fall für 4 bis 5 Tage. Dann können wir auch die einzelnen Modis durchstellen. Schrittzähler, Kilometerzähler, Kalorienverbrennung und so weiter. So sieht die Uhr aus, wenn sie am Handgelenk getragen wird. Drücken wir auf den Knopf, dann sehen wir einmal die aktuelle Uhrzeit. Die synchronisiert sich auch die Uhrzeit mit dem Handy. Das heißt, wir müssen nicht umständlich irgendetwas einstellen. Wir sehen auch den Akkustand. Also eine halbe Stunde laden reicht auf jeden Fall für 4 bis 5 Tage. Dann können wir auch die einzelnen Modis durchstellen. Schrittzähler, Kilometerzähler, Kalorienverbrennung und so weiter. Richtig gut gefällt mir auf jeden Fall die App. Wir können hier alles einstellen. Metrisch wollen wir das Ganze haben. Dann können wir hier unsere Körpergröße einstellen. Dann natürlich einmal unser Gewicht. Geburtsdatum können wir einstellen. Unser Sportziel, unser Schlafziel. Also 8 Stunden finde ich als Schlafziel auf jeden Fall super interessant. 10.000 Schritte kann man ja mal mit anfangen. Und dann starten wir schon in die VeriFit App. So, wir sehen auf jeden Fall, bis heute haben wir 0 Schritte. Wir haben das Gerät gerade eingerichtet. Ich kann euch aber sagen, dass es ganz gut funktioniert. Wir haben hier eine Statistik, Schlafstatistik. Wir können sehen, wie wir geschlafen haben, wie unruhig das Ganze war. Außerdem können wir hier unser Gerät nochmal einstellen. Wir können die Anruferinnerung einstellen, den Alarm, die Kamera, Fernsteuerung und so weiter. All das ist auf jeden Fall damit nutzbar. Ganz wichtig, zu synchronisieren mit Google Fit. Und Zielsetzung können wir natürlich nachträglich noch einstellen. Das Ding wirkt nicht protzig, unauffällig und liegt auf jeden Fall gut in der Hand. Ist hygienisch, dadurch, dass es Plastik ist. Wir können es gut abwischen. Wir können, wie gesagt, auch mal kurz in die Dusche mit hüpfen oder mal kurz unter Wasser tauchen. Das ist gar kein Problem. Und preis-leistungsmäßig finde ich das auf jeden Fall in Ordnung. Ich hoffe natürlich, dass meine Review für dich hilfreich war. Der Link davon, von dem Teil, ist unter dem Video in der Infobox drin. Hast du noch Fragen, schreib es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen Videocheck. Euer Paul Kramer. Abo nicht vergessen. Abo, Abo. Ciao.